Und tschüss! Du bist hier und nicht weiter. Genug! Tschüss! Bist du ja wieder. Dir geht's gut. Sephiroth ist hier. Ganz nah. Er beobachtet uns. Ich weiß. Aber Cloud, du musst jetzt an dich denken. Mir geht es gut. Zeit, um dich selbst zu finden. Dein wahres Ich. Erinnere dich. Sephiroth, kannst du ruhig mir überlassen. Irgendwann wird er die Materie einsetzen. Und ich bin die Einzige, die ihn aufhalten kann. Als letzte Zetra. Warte auf mich!
Hey, wartet mal! Cloud! Cloud! Cloud, alles okay? Denke ja. Dachte schon, die Degeneration hätte dich erwischt. Oder eine Mako-Vergiftung oder sowas. Tut mir leid. Entschuldigen kannst du dich später noch genug. Jetzt suchen wir Aeris. Ich weiß, dass hinter diesem Wald eine uralte Stadt liegt. Und dort soll es einen Altar der Zetra geben. Aeris will ganz sicher dorthin. Sephiroth hat sich doch die schwarze Materia geschnappt. Benutzt er sie, ist der Planet in echter Gefahr. Doch das kann Aeris als Zetra verhindern, meinte sie. Wo ist diese Stadt? Das weiß leider nur Aeris. Wir haben sie im Nebel verloren. Jetzt ist sie ganz allein. Dann beeilen wir uns. Dort lang. Du bist dir da ja sehr sicher. Das Schicksal führt mich. Alles erzählen. Sephiroth soll dir im Tempel ja ganz schön den Arsch versohlt haben. Was? Das stimmt doch überhaupt nicht. Echt? Und wie hat er dann die Materie von dir bekommen? Muss nicht immer auf mega cool machen, weißt du? Okay, ja, hast recht. Er hat mich zusammengeschlagen und sich die Materie geschnappt. Tut mir leid. Sorry, dass ich nicht da war, um dir zu helfen. Hast du irgendeinen seltsamen Traum gehabt? Deine Augen haben sich bewegt wie Sau. Ein Traum würde ich das nicht nennen. Aber irgendwas hast du gesehen, oder? Ja. Eine andere Welt. Davon scheint es hier eine ganze Reihe zu geben. Ich kann es nicht wirklich erklären. Ich würde es vermutlich eh nicht verstehen. Sag mal, Cloud, geht es nur mir so, oder... Ist dieser Nebel seltsam? Ist er. Sieht er für dich auch ab und zu aus wie die Mäuren? Ja. Die Mäuren sind die Hüter des Schicksals. Was denkst du? Heißt das, dass es unser Schicksal war, von Aeris getrennt zu werden? Vielleicht. Dieser Gedanke gefällt mir. Cloud, versprichst du mir etwas? Wenn du dich unwohl fühlen solltest oder seltsame Gedanken hast, sagst du uns sofort Bescheid, okay? Seltsame Gedanken? Na, zum Beispiel, dass ich nicht echt bin. Oder... Tut mir leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Nur versprechen, dass du einen von uns um Hilfe bittest. Ja, das verspreche ich. Cloud, bei allen anderen habe ich mich schon entschuldigt, aber bei dir noch nicht. Es tut mir aufrichtig leid, was im Gold Saucer passiert ist. Ich dachte nur, wenn der Schlüsselstein wirklich gefährlich ist, dann sollte lieber Shinra was passieren. Schon gut. Vergiss es. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken. Cloud, du bist so gütig. Bin ich nicht. Im Moment gibt's nur einfach wirklich Wichtigeres. Sicher. Das verstehe ich natürlich. Ich werde tun, was ich kann, um euch zu unterstützen. Hier versammelten sich die Zetra, um ihre Gebete zu sprechen, in der vergessenen Stadt. Dass ich mal herkommen würde. Oh,
Sind wir hier richtig? Das sind wir! Ich bin mir ganz sicher. Das hier ist sie, die vergessene Stadt. Sie war das kulturelle Zentrum der Zetra. Opa hat mir mal von ihr erzählt. Dieser Ort schreit förmlich Altar. Also Eris muss hier sein. Okay, dann lasst sie uns suchen. Na, sieh mal einer an. Die Viecher wollen sich doch bestimmt wieder einmischen. Aber seht doch. Ja. Schwarze Mäuren sind keine Hüter des Schicksals. Sie sind Sephiroths Handlanger. Beeil dich, Cloud. Was soll das? Nein, das... Sephiroth. Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Wenn Kummer und Hass erstarken und den Planeten nähren. Jetzt erst recht.
sich. Und tschüss! Die anderen beschützen. Sie
Sie bedeuten mir so viel. Sagt mir, was ich tun muss. Ich flehe euch an. Sei nicht traurig. Und täusche keine Wut mehr vor. Dunkle Gefühle wiegen schwer.
Sie saugen die kleinen Freuden auf und verwandeln sie in Wut, Trauer und blanken Hass. Spürst du, welch große Wellen sie schlagen? Jetzt wird abgerechnet.
Orte. Verzieh dich! Das sollte reichen. Oh,
Alles weiß, soweit das Auge reicht. Hey! Was ist denn hier los? Dass du da bist. Obwohl, ein wenig sauer bin ich ja schon auf dich. Zack. Hallo. Wir reden später über alles.
das war's dann. Gut, bring dir's Söhne!